Wie sehen Sie den Einfluss der Digitalisierung auf die Kommunikationsbranche und was ist die größte Herausforderung? Ich denke, wir können die Kommunikationsbranche nicht unabhängig von allen anderen Bereichen unserer Lebenswelt betrachten, da Einflüsse sich immer wechselseitig bedingen und auch bemerkbar machen. Es geht gar nicht so sehr um die Technik selbst oder um einzelne Kanäle, sondern vielmehr um Kommunikationsformen und Kommunikationsbedürfnisse, die damit einhergehen und deren Anwendung und deren Ausdruck sich verändern. Für mich persönlich ist nicht die Veränderung als solche die große Herausforderung, sondern eher die neue Dimension der Geschwindigkeit, mit der sich Veränderung vollzieht. Und deswegen gilt es vor allem, die Fähigkeiten zu fördern, die uns eine schnelle Anpassung an diesen so konstanten Wandel ermöglichen.